Herzlich willkommen zurück zu Nintendo Connect. Ich bin es wieder, euer Bionis Alex, und ich möchte euch heute eine Vorschau auf die Definitive Edition von Xenoblade Chronicles geben. Das Skript dieser Vorschau entsteht aus den Notizen unseres Schriftredakteurs Tim Henze, dessen Vorschau ihr auf unserer Webseite einsehen könnt. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Aber genug gelabert, lasst uns loslegen. Xenoblade Chronicles Definitive Edition ist ein Remaster eines Spiels, das bei uns in Europa am 19. August 2011 noch für die Wii erschienen ist. Mit einer Neuauflage für den New Nintendo 3DS hatte das Spiel als Xenoblade Chronicles 3D bereits am 2. April 2015 eine Wiederkehr gefeiert. Aber nun sehen wir es ein drittes Mal auf der Nintendo Switch wieder. Und lasst es mich mal kurz und einfach so sagen. Allein durch die grafischen Upgrades sieht Xenoblade Chronicles schon bald aus wie ein komplett neues Spiel. Und es ist nicht nur die Welt, die nun atmosphärischer denn je wirkt, denn die Charaktere haben nun auch Emotionen. Ähnlich wie in Xenoblade Chronicles 2 wird hier auf eine schöne Anime-Ästhetik gesetzt und wir müssen die Emotionen nicht mehr nur anhand des Tonfalls oder der Wortwahl erraten. So ging es zumindest mir gerne mal, als ich die Wii-Fassung und die 3DS-Fassung gespielt habe. Auf die Ohren gibt es natürlich auch eine Sprachausgabe, allerdings nur in Englisch und Japanisch. Untertitel gibt es auch in verschiedensten Sprachen, unter anderem aber natürlich auch Deutsch. Bei Bedarf kann die Tonspur im Menü aber auch ohne Probleme oder Ladezeiten gewechselt werden. Auch ist der großartige Soundtrack wieder mit dabei, wenn auch einige Songs leicht abgewandelt wurden und mit Instrumenten und Vocals neue Qualität erreichen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, uns zwischen dem alten und dem neuen Soundtrack zu entscheiden, sogar losgelöst zwischen Kampf und Umgebung. Eine der wunderbaren Quality-of-Life-Änderungen, die uns bisher im Spiel aufgefallen sind, sind Questmarker und Questziele auf der Übersichtskarte der Umgebungen, in der wir unterwegs sind. Vorbei sind die gefühlten Stunden der Suche, um bestimmte kleine gegnerische Hasen zu finden, die die gesuchten Fetch-Quest-Items überhaupt haben fallen lassen. Aber Xenoblade Chronicles Definitive Edition bietet auch für wiederkehrende Spieler neue Story, und zwar den Epilog Die verbundene Zukunft, welcher sich einige Jahre nach der Story des Hauptspiels ereignet, aber auch sofort zum Beginn angewählt werden kann. Shulk und Milia schließen sich erneut zusammen, um in der alten Stadt Alkamov nach dem Rechten zu sehen. Die Reise vergeht natürlich nicht ohne Zwischenfall und sie begegnen den beiden Noppon Nene und Kino, den Kindern von Riki, dem heldenhaften Noppon. Hier merken wir, wie Monolith Software aus den Erfahrungen schöpft, die sie seit dem ersten Release von Xenoblade Chronicles auf der Wii gemacht haben. Denn grafisch legt der Epilog ordentlich noch eine Schippe obendrauf, was leider auch ab und an durch das Schwanken der Wiedergabeauflösung der Switch bemerkbar ist. Wir haben, wie in einem JRPG wahrscheinlich zu erwarten ist, noch lange nicht alles gesehen und erkundet. Entsprechend werden wir noch etwas Zeit brauchen, um einen anständigen Test fertigzustellen. Wir werden aber in den kommenden Tagen etwas ungeschnittenes Gameplay auf unserem Kanal veröffentlichen, damit ihr euch auch ohne mein Gelaber ein Bild vom Spiel machen könnt. Entsprechend abonniert gerne unseren Kanal, um das und das Testvideo nicht zu verpassen und gebt den Videos eine Bewertung, damit wir wissen, ob es euch gefallen hat und ob nicht. Feedback ist natürlich auch immer gerne willkommen, also schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ich im nächsten Video besser machen könnte. Und nun seid ihr dran, könnt ihr es kaum erwarten, wenn Xenoblade Chronicles Definitive Edition am 29. Mai auf der Nintendo Switch an den Start geht? Habt ihr Fragen, die wir unbedingt im Test beantworten sollten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare und wir sehen zu, dass wir spätestens im Test alles beantworten können. Bis dahin bin ich euer heldenhafter Noppon Alex und wir hören uns im nächsten Video.